Messerangst in Deutschland. Panikmacher oder ein ernstzunehmendes Problem? Muss man sich tatsächlich Sorgen machen angesichts der Schlagzeilen? Warum haben viele Menschen ein mulmiges Gefühl? Ja, also man hat einfach Angst, auch irgendwann auf die Straße zu gehen. In unserem Hof wurde auch schon jemand mit dem Messer angegriffen, also es ist schon präsent. Ich habe jetzt vor einer Woche einen Kumpel gefragt, ob da vielleicht ein Pfefferspray für mich hat, weil ich halt abends nach der Arbeit mal durch dunkle Ecken muss und da schon ein bisschen Angst habe, ehrlich gesagt. Die Polizei dazu. Das sind keine Einzelfälle aus unserer Sicht, sondern es gibt eine Tendenz, die sagt, immer häufiger werden Messer eingesetzt. In Leipzig treffen wir einen jungen Mann, den wir Alex nennen. Auch er verlässt das Haus nur noch mit Messer in der Tasche. Aber warum bewaffnen sich junge Leute wie Alex? Ich habe ein Messer dabei, weil ich mich seit knapp 2 Jahren einfach sicherer fühle, wenn ich es einstecken habe. Das ist aufgrund einer Geschichte, die mir widerfahren ist, wo ich sehr zusammengeschlagen wurde und im Krankenhaus war. Ich weiß nicht, wie weit ich bereit wäre, es einzusetzen, aber es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Vor 2 Jahren wurde er auf einer Party brutal zusammengeschlagen. Das Resultat, ein schweres Schädelhirntrauma. Ich wusste gar nicht, bei 3 lag ich schon auf dem Boden und die haben dann mit die Barhocker auf mich eingeschlagen und bin dann im Krankenhaus aufgewacht und ein knappes Jahr hatte ich dadurch auch psychische Probleme bekommen. Ja, es ist halt alles nicht mehr so, wie es mal war früher. Noch heute leidet der 28-Jährige unter Panikattacken und traut sich derzeit ohne sein Messer kaum aus dem Haus. Ja, nur zur Sicherheit. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, das zu benutzen, ehrlich gesagt. Ich denke, wenn ich es rausholen würde, würde es schon reichen zur Abschreckung, somit ich mir quasi ein kleines Zeitfenster geschaffen habe, um da vielleicht abzuhauen oder je nachdem. Hofft man nicht, dass es nochmal irgendwie in so eine Situation halt komme. Das Messer hat Alex noch nie benutzt. Will er auch nicht. Doch allein die Bereitschaft, sich zu bewaffnen, ist für die Polizei alarmierend. Denn auch deshalb könnte die Zahl der Messerattacken zunehmen. Also die Frage von Selbstbewaffnung sehen wir äußerst kritisch, weil je mehr Bewaffnung in der Bevölkerung vertreten ist, umso eher wird auch solche Waffe genutzt. Also wer sie bei sich trägt, hat erstmal die Möglichkeit, sie überhaupt zu nutzen. Und er nutzt sie möglicherweise auch in so einer emotionalisierten Lage. Und es kann sein, dass er damit selber zum Straftäter wird. Wie viele Menschen tatsächlich ein Messer bei sich tragen, weiß die Polizei nicht. Nur, dass es häufiger zum Einsatz kommt als früher. Messer sind allgegenwärtiger. Und fast jeder von uns kennt einen, der eines mit sich führt. Also man hat mal ein Messer mit oder so, aber dafür wurde man dann auch direkt bestraft von den Lehrern. So gleich gesagt, nee, dürft ihr nicht. Messer jetzt direkt nicht. Aber Pfefferspray, klar, Freunde haben das dann dabei, um nachts dann sich verteidigen zu können oder sonst was. Auf meiner alten Schule waren mehr Leute mit Messern und dann habe ich die Schule gewechselt und auf meiner neuen sind halt kaum Leute. Aber sind Messer in der Öffentlichkeit überhaupt erlaubt? Waffenhändler Gunther Fritz erklärt uns, dass es vor allem auf die Klingenlänge ankommt. Denn was viele nicht wissen, tatsächlich ist das Tragen eines Messers mit einer Klingenlänge von über 12 cm verboten. So, dann dürfen Sie, nehmen wir zum Beispiel das Messer. Die Klinge ist jetzt 16 cm und das dürfen Sie nicht bei sich haben. Auch Klappmesser, die sich mit einer Hand öffnen lassen, sind auf der Straße verboten. Obwohl Gunther Fritz selbst Messer verkauft, rät auch er generell von einer Bewaffnung mit Messern zur Selbstverteidigung ab. Ein Messer ist kein Verteidigungsgerät. Denn ein Messer ist ein Werkzeug. Zur Verteidigung empfehle ich sowieso ein Pfefferspray. Da hält man sich den Angreifer vom Hals und kann in Ruhe flüchten und hat ein gutes Gewissen. Viel besser sind Selbstverteidigungskurse, sagt die Polizei. Alex aus Leipzig trägt trotzdem ein Messer bei sich. Seitdem er krankenhausreif geprügelt wurde, fühlt er sich damit sicherer. Ich wünsche mir, dass die Zeit kommen wird, wo ich einfach rausgehe mit guten Dingen. Dass ich halt einfach dieses Messer nicht bei mir tragen muss. Ich brauche einfach Zeit und irgendwann wird die Zeit kommen, wo ich denke, es wird wieder wie früher. Waffen, egal welcher Art, sollten eigentlich nie ein täglicher Begleiter sein.